Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Heute geht's daran, dass wir uns mal in die Lüfte bewegen. Und zwar wollen wir heute eine schöne Messerschmitt. Vielleicht kennst du die aus ein paar historischen Spielen. Zum Beispiel bei Battlefield 1 gibt's sie, da kann man sie spielen. Oder auch sogar bei World of Warships, wo jetzt auch die Flugzeugträger reingekommen sind. Und da bin ich, sag ich mal, so ein bisschen in Laune für Militärsachen. Und da dachte ich mir, so eine Messerschmitt, die bauen wir uns mal auf den Server, damit unser Luftraum auch mal ein bisschen befüllt wird. Von daher schnappt ihr mal Blöcke und dann fangen wir jetzt an. Um unsere Fliegerstaffel zu erweitern, holen wir uns heute ein bisschen Gelbbeton raus, denn grüner Beton, grüne Keramik ist dabei, dunkle Prismarin-Treppen und Stufen, denn ein paar Birkenholzstufen, denn davon die Birkenholztreppe, ein bisschen schwarzes Glas empfehle ich euch, nehmt aber wie immer eure Lieblingsfarbe und ein paar Birkenfalltüren. Wir beginnen zuallererst mit der Mitte unseres Flugzeugs, das heißt wir fangen erstmal an mit dreimal gelbem Beton, nehmen dann erstmal den grünen Beton und setzen 1, 2, 3, 4, 5 mal einfach einen ran, dann kommt einmal wieder gelber Beton und zweimal grüner Beton. Weiterhin setzen wir wieder ein bisschen grünen Beton, zwei Stück hier einmal rauf, gleich neben unseren gelben und unter diesen Fünfer setzen wir in der Mitte nochmal dreimal weiteren grünen Beton. Jetzt kommt eure grüne Keramik zum Einsatz. Nun könnt ihr euch variieren, wo ihr euch hier noch ein bisschen Keramik hinbaut. Das ist jetzt einfach nur, um diese Tarnfarbe ein bisschen zu symbolisieren. Also da könnt ihr einfach willkürlich euch ein bisschen was hinsetzen. Wir fliegen einmal zur Rückseite, können jetzt hier einfach schräg davon nochmal einmal grünen Beton setzen. Und an den grünen Beton setzen wir noch zweimal hier unseren gelben Beton einmal ran. Nun schnappen wir einmal unser Glas und können unser Cockpit schon mal hier vorne hinbauen. Davor setzt ihr dann einfach eine dunkle Prismarin. Stufe und dann nochmal zweimal Birkenholzstufen und einmal eine Falltür vorne ran. Darunter setzen wir nochmal dann einfach unsere Birkenholzstufen. Nehmen jetzt unsere Prismarin-Treppe, können hier eine an der Vorderseite ansetzen, einmal hier in der Mitte und einmal auf der Rückseite. Auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Weiter geht's jetzt hier hinten. Hier könnt ihr einmal eine Treppe da und dort drüben nochmal ansetzen. Gleich dahinter geht hier nochmal eine Treppe rauf. Eine Holztreppe gleich dahinter ran und hier runter nochmal eine, was haben wir hier? Birkenholzstufe. Dann könnt ihr euch noch hier eine Prismarintreppe nehmen, die hier einmal so anecken. Weiter geht's jetzt mit den Tragflächen von unserem Flugzeug. Nehmt dafür jetzt einfach die Prismarinstufen. Die werden wir uns damit jetzt komplett erstmal vorziehen. Wir fangen hier gleich an der Treppe an. Hier können wir uns ein 3x3-Feld so mit ihr erstmal basteln. Nach dem 3x3-Feld setzen wir hier vorne nochmal eine weitere Stufe an. Hier hinter gehen wir einmal so schräg nach oben und gehen jetzt hier nochmal zwei so nach vorne und zählen mal 1, 2, 3, 4. So, das können wir hier einmal nach hinten ziehen. Und hier hinten lassen wir einfach nur noch zwei, sodass wir hier drei Stufen frei haben. Ganz außen tauschen wir nochmal die Stufen aus durch unsere Holzstufen. So, und diesen Flügel machen wir jetzt nochmal auf der anderen Seite. Also wir fangen an, erstmal hier ganz entspannt mit einem 3x3er-Feld. Wenn ihr das soweit habt, setzt ihr auf der Vorderseite noch einen weiteren ran. Jetzt gehen wir ja so schräg einmal nach oben und zählen 1, 2, 3. Ab dem vierten kommen ja sowieso unsere Holzstufen hin, setze ich mir die gleich mal hin. So, und auf der Rückseite setze ich hier nochmal zwei hin, dass wir hier drei frei haben. Dann wollen wir nochmal am Heck hinten nochmal hier einmal vor unserer Treppe oder unter dieser Treppe nochmal eine weitere Prismarinstufe hier setzen. Wenn wir das soweit erledigt haben, könnt ihr diese Blöcke erstmal wieder wegtun. Nun geht's weiter mit den Feinheiten. Weil das so kleine Sachen sind und schlecht in der Luft zu platzieren, sage ich sie jetzt einfach mal an. Holt euch mal einen Hebel raus. Damit wollen wir schon mal vorne unseren Motorblock dekorieren. Aber nicht nur den Motorblock, sondern auch hier hinten wollen wir später noch ein Rädchen uns zaubern. Setzt da einfach hier hinten einfach mal den Hebel an. Wir haben auch Knöpfe. Meine Empfehlung sind die Steinknöpfe. Könnt ihr so einfach hinterm Cockpit hier einmal so schräg davon einmal platzieren. Weiter geht es jetzt damit, dass wir die Tragflächen ein bisschen dekorieren. Nehmen wir jetzt einfach mal Schwarzeichenstufen raus und dann fliegen wir mal zur Tragfläche und schlagen hier einfach mal so ein Plus frei und setzen da einfach unsere Holzstufen einmal rein. Das machen wir natürlich auf beiden Tragflächen und dann sind eigentlich unsere Holzstufen hiermit auch schon erstmal verbaut. Wenn wir unser Pluszeichen denn so weit hier erstmal haben, nehmen wir jetzt unsere Prismarinstufen, die wollen wir natürlich auch noch einmal verbauen. Die setzen wir auch hier hinten einmal am Heck an. Da setzen wir einfach eine hier jetzt unsere Prismarinstufe an. Hier hinter könnt ihr zwei Eisenfalltüren euch einmal platzieren und daran dann auch nochmal eine weitere Prismastufe. So, auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Wie gesagt, hier hinter dann die Falltüren und daran dann hier wieder so eine Stufe. Diese Stufe könnten wir eigentlich auch hier einmal dazwischen platzieren und unter unseren gelben Beton auch nochmal. Weiter geht's bei den Tragflächen. Hier wollen wir uns nochmal eine hinten einmal ransetzen und nochmal hier so einen Winkel mal kurz weghauen und den einfach dadurch austauschen. Auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Wie gesagt, eine hier hinten ran und dann hier einmal die Ecke tauschen wir aus. Nun wollen wir noch unsere Messerschmitt natürlich bewaffnen und geben ihr noch MGs an den Tragflächen. Ups, da sollten wir am besten Zauntor nehmen. Ich empfehle euch jetzt einfach mal das Tropenbaum-Zauntor. Ihr könnt natürlich auch jede andere Farbe nehmen. Ist wieder Geschmackssache. Jetzt steppen wir uns mal ein bisschen Teppich raus. Jetzt für unseren Farbstil wäre natürlich der grüne Teppich ganz gut. Hier wollen wir noch ein bisschen was auf die Tragflächen platzieren. Nicht so doll übertreiben, einfach nur so ein bisschen auf dem vorderen.
Und dann platzieren wir auch noch hinten am Heck auch nochmal ein paar. Ich würde einfach mal sagen, hier auf unsere Eisenfalltüren können wir die einmal gut drauf platzieren. Andere Seite genau das gleiche Spiel. Nun kommen wir natürlich noch ein bisschen zur Mechanik. Da nehmen wir jetzt mal Eisengitter. Ich platziere jetzt einfach eins hier oben drauf. Da dann noch eine Eisenfalltür und eine zweite Eisenfalltür hier hinten einmal dran. Das ist dafür da, damit wir das Flugzeug steuern können. Das war immer, sage ich mal, mit so einer Schnur oder so einem Drahtseil hinten, sage ich mal, so ein bisschen verkabelt, ne, dass man hier hinten, sage ich mal, das alles drehen konnte. Wir wollen natürlich auch noch ein bisschen mehr Bewaffnung anbringen. Das heißt jetzt, wir wollen hier noch ein paar Bomben anbringen. Ist aber Geschmackssache. Du kannst auch gerne keine Bewaffnung, also keine schwerere Bewaffnung reinhauen. Da würde ich jetzt hier unten jetzt einfach mir ein paar Bomben machen mit Ambossen. Weil macht irgendwie Sinn, weil ein Amboss fällt ja auch zu Boden und macht ja schon ein bisschen Damage. Von daher ist das eigentlich eine gute Bombe. So, ich würde mal sagen, ich sichere mir das unten einfach ab hier mit einer Eisenfalltür. Muss ich gerade selber gucken, aber ich glaube, ich mache hier nur zwei Ambosse rein. Der darf ja nicht runterfallen, sonst geht er ja kaputt. Immer diese Minecraft-Logik. Wunderbar. So, jetzt habe ich den hier auch bestückt mit zwei Ambossen. Also er kann halt theoretisch zweimal anfliegen. Jetzt sind wir schon am Ende angelangt. Jetzt machen wir doch so ein paar weitere Feinheiten ran. Da nehmen wir euch einfach mal einen Widder-Skelettkopf raus. Den wollen wir vorne als Propellerkopf benutzen. Da könnt ihr auch wieder Glasscheiben nehmen. Ich empfehle euch jetzt einfach mal wieder die Glasscheiben zu nehmen, die ihr, sag ich mir, jetzt auch hier verwendet habt. Bei mir ist es das schwarze Glas. Und dann setze ich mir einfach hier zwei vorne ran und fertig. Da haben wir schon den Propeller. Ich möchte auch gerne diesen Widder-Skelettkopf auch gerne nehmen, damit ich hinten, sag ich mal, mir auch hier ein kleines Rädchen mal zaubern kann. Jetzt muss ich nochmal kurz selber schauen. Lassen wir mal hier rauf. Aber ich glaube, wenn wir den jetzt einfach nur so platzieren, ist er noch ein bisschen abstehend. Ich nehme mir nochmal kurz den Hebel so raus. Guck mal, dann machen wir das mal so, dass wir den Kopf jetzt hier einfach mal, ups, das ist eine Scheibe, so, den Kopf hier einfach mal an den Block platzieren und dann könnt ihr da den Hebel mal so umdrehen und dann sieht das aus, ob das wirklich so ein Rad ist, was da dran steckt. Dann kommen wir natürlich noch ein bisschen zur Technik. Und zwar holt euch mal Barriereblöcke raus. Wenn ihr Barriereblöcke nicht besitzt in eurer Edition, dann könnt ihr auch einfach ja ein Seil nehmen in Minecraft und das da anspannen. Aber ich finde einfach Redstone-Faden sieht einfach besser aus. Und dafür müssen wir halt leider einen Block platzieren. Nehmt da dann, wie gesagt, Barriereblock für. Und dann haben wir das auch hier vorne verkabelt, dass unser Pilot auch steuern kann. Dann holt ihr noch ein paar Schwarzeichen-Falltüren raus. Ich würde die einfach noch, um das ein bisschen abzuheben hier unter Tragfläche, einfach noch bei unserem Pluszeichen hier einmal platzieren. Einfach so hier zwei Stück, die reichen da völlig aus. Und dann kann man noch, um natürlich sein Flugzeug, sag ich mal, noch einer Nation zuzuordnen, noch seine Flagge ranmachen, zum Beispiel jetzt hier von der Wehrmacht. Natürlich dann beidseitig. Jetzt ist natürlich die Frage, wie macht man sich denn das Wehrmachtzeichen? Das zeige ich dir jetzt in einem kleinen Musikclip. Haben wir jetzt unseren Messerschmitt fertig gebaut. Jetzt fliegt sie hier auf unserer Welt rum. Ich habe natürlich noch ein paar weitere platziert. Sieht natürlich ein bisschen besser aus, wenn man davon ein Geschwader hat. Wenn dir das Video gefallen hat, schau mal gerne in unserer Infobox nach. Da gibt es noch weitere solcher Videos. Kannst natürlich auch ein paar Häuser bauen, wenn du nicht unbedingt Flugzeuge magst. Aber ansonsten bedanke ich mich für immer fürs Zusehen. Wünsche dir viel Spaß jetzt beim Fliegerbau und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bleib gesund, haut rein und tschüss.